Wenn man ein Hähnchen auf dem Grill zubereiten möchte, gibt es tausende verschiedene Rezepte halt. Ne? Am besten ist eine Trockenmarinade, finde ich, ein Dry Rub. Am besten, wie vielleicht im Video halt erklärt, mit Whisky und Cola, wo die Trockenmarinade am Hühnchen dran bleibt und nicht runterläuft, nicht so stark runterläuft. Wenn man halt so ein fettiges Hühnchen halt hat, wo das halt runterläuft und vielleicht in den Grill verschmutzt, halt dadurch hat man die Rauchentwicklung, die krebserregend ist. Ist halt immer besser, wie gesagt, eine trockene halt nehmen. Also das Hühnchen wird quasi etwas geweitet, damit man die Möglichkeit hat, das Ständerwerk einzuführen. Man hat ein bisschen Whisky-Cola, sprich man braucht halt eine Feuchtigkeit oder man nimmt ein kleines bisschen Öl, damit das Rub an Hühnchen dran kleben bleibt. Ein Rub ist eine Trockenmarinade, besteht zum Hauptbestand aus Rohzucker und Salz. Die beiden sind hydroskopisch, saugen Flüssigkeit aus dem Gargut raus und dadurch kommt der Geschmack halt rein. Wird halt quasi als Transporter, also der Transporter, der dann halt dann quasi den Geschmack halt in das Hühnchen reinbringt. In dem Fall ist ein Barbecue-Rub gewählt worden, ist der Hauptbestandteil Rohzucker, Salz, wie der Name schon sagt. Chili, ein bisschen Paprika, ein kleines bisschen Senfmehl, Knoblauch, getrocknete Zwiebeln und die werden dann schon einmassiert in Verbindung mit ein bisschen Thymian und dem süßlichen von der Cola und dem herben vom Whisky halt schön indirekt bei 170 Grad 70 Minuten auf dem Ständerwerk halt im Grill gegart. Dass die Kohlenhydrate außen schön karamellisieren, dadurch wird das Fleisch schön knusprig, riecht halt mega und ja, mit ein bisschen Glück schmeckt es auch. Wenn man sich unsicher ist, ob das fertig ist oder nicht ist, obwohl das schön knusprig aussieht, nimmt man einfach die Finger und drückt an den Oberschenkeln. Und wenn man spürt, dass die Lamellen, beziehungsweise nicht besser gesagt die Lamellen, die Muskelstränge halt sich nach oben wegziehen und nach unten halten, man kommt an den Knochen ran, kann ihn quasi durchdrücken bis zum Knochen, dann ist das Geflügel fertig.